Himalaya. Weil ich will jetzt den zweiten Herzcontainer. Ich meine, die afrikanischen Minen waren nicht so ein schwerer Boss. Aber ich habe Angst, dass man... Weil in den afrikanischen Minen kann man so leicht wo runterfallen. Und ich will eigentlich keine Leben hier sinnlos verschwenden in den afrikanischen Minen. Eigentlich sollte man damit wahrscheinlich loslegen. Aber man hebt sich das Beste doch so gern bis zum Schluss auf. Was kannst du mit dem Geld im Spiel machen? Das kannst du ausgeben für die Galerie. Da kannst du dann Sachen in der Galerie freischalten. So ein paar alte Artworks und so weiter. Und ansonsten kannst du hinten im Geldspeicher ein Bad nehmen in deinem Geld. Aber den habe ich ja schon auf Maximum. Deswegen brauche ich das Geld eigentlich nicht mehr. Oh, that's very smart. Uncle Scrooge! Indulge me, lads. The last thing this expedition needs is a wee lass about. Ach, I'm going to have enough trouble looking after the launch pad. Das ist halt auch interessant, dass Dagobert halt damals gesagt hat, nein, kommt nicht mit mir auf Abenteuer. In der neuen Serie sagt er ja immer, los, kommt mit mir. Ich will euch unbedingt dabei haben. Launchpad. I told you to land in the center of the mountain range, not in the center of a mountain. Gee, Mr. McTee, I thought that crash was rock solid. The only rocks around here are the ones inside your head. Ugh, we're nowhere near Shadow Pass and the Lost Crown. Now fix this wreck so we can get airborne. And step on it, lad. I'm paying you by the hour, and I'll may have you billing me for overtime. No problem, boss. As long as I have this fuel regulator, we're as good as... Sind ja auch hilfreich, Badums. Das passt gut. Oops. Das lassen wir so im Chat stehen. I was a Butterfingers. Oh, no. Please, weil wenn einer von den dreien ein Flugzeug fliegen könnte, wäre er wahrscheinlich schon hilfreicher. But it's back in Duckburg. Launchpad! Don't worry, Mr. McDee. I'll climb down and get it. You'll do no such thing. I'll get it. You stay here and try not to cause any more damage. Okay, you're the boss. Quack war ja damals auch der Charakter, der einfach nur das Flugzeug repariert hat. Immer. So, wenn Dagobert der Meinung war, jetzt braucht, oder wenn die Schreiber der Serie der Meinung waren, jetzt brauchen wir Quack nicht mehr, dann hat er einfach einen Unfall gebaut und die Entwickler waren ihn los, weil dann Dagobert gesagt hat, du reparierst jetzt das Flugzeug. Deswegen, das war damals so die Aufgabe von Quack. Das ist schon witzig, was aus den alten DuckTales und den neuen DuckTales, was es da für Charakterunterschiede gibt. Ich meine, die größten Charakterunterschiede sind natürlich die Jungs, weil die haben jetzt alle eine Persönlichkeit bekommen, aber auch so, ne? Dagobert zum Beispiel ist auch komplett anders geschrieben als damals. Oder Quack. Quack ist ja richtig dumm. Der kann jetzt nicht mal mehr ein Flugzeug reparieren. Wirklich. Sinnloser Treffer. All diese sinnlosen Treffer sollen nicht sein. Sollte vielleicht den Bock hier im Screen behalten. Weil wenn einer im Screen ist, dann kommt kein neuer. Das ist so der Trick hier dran. Kann ich hier chillig einfach lang gehen. Das ist aber leider weg, glaube ich. Kann ich hier. Kann ich natürlich die Kisten untersuchen möchte. Nebenbei erwähnt, Leute, wenn ich hier in den Schnee reinspringe, dann friere ich. Also ich darf nicht den Pogo-Sprung bis zum Ende draußen halten. Den muss ich immer rechtzeitig abbrechen. Du bist jetzt, guck an, er ist sogar drüber gekommen. Respekt, mein Freund. Respekt. Ich komme da nicht drüber, leider. Okay. Quack war auch der Pilot von Darkwing Duck. Ich frage mich halt schon, wie das so zusammenhängt. Naja, nachdem DuckTales vorbei war, das ist sogar offiziell. Also nachdem die Serie vorbei war und Dagobert die reichste Ente war und so weiter, und Quack an sich nur Probleme gemacht hat, hat sich Dagobert einen neuen Piloten gesucht und Quack gefeuert. Das ist offiziell. Das wird von Disney so bestätigt. Und dann hat Quack halt auch schon nach einem neuen Job gehalten und dann Darkwing Duck getroffen. Ja, so einfach. Kann man das erklären. Here now, don't touch that. I need it to fix my plane. Stop! Oh, it's too late. Those bunny bandits have torn it apart. I've got to find those pieces fast. Oh, verdammt. Ja, wieder drei Teile, ne? Ja, drei Teile. Yay. Ich hab keine Ahnung, wo die hier sind. Das heißt, wir müssen natürlich wieder das gesamte Gebiet untersuchen. So gefällt mir das.
Na guck, wenn du in die erste Schlucht gefallen wärst, dann wärst du auch hier gelandet. So, hier gibt's, glaube ich, dann den geheimen Schatz von der Welt. Genau, eine neue Million für uns. Ah, nee, das Leben, genau. Upsi, da habe ich doch das Leben glatt vergessen. Hätte man vielleicht aufheben sollen. Verdammt. Wenn wir kurz vorm Game Over stehen, dann heilt einen das Leben halt auch komplett. Das ist halt praktisch. So, die können einen richtig ekelhaft runterschubsen. Deswegen doppelt und dreifach vorsichtig sein, weil jeder Abgrund hier ist ein richtiger Abgrund. Naja, nicht jeder, aber die meisten Abgründe hier sind richtige Abgründe, die einen dann das Leben kosten. Deswegen wollen wir nicht sterben. Und der Spinne. Sehr schön. Das ist Donald. Donald, der Eishockeyspieler. Das ist einfach nur eine Eishockey-Ente. Ah, und da ist das erste Teil. Genau, die waren in diesen Häschen drin. Wenn sich Google-Konten löschen, wenn man sie ein Jahr nicht benutzt. Nee, ich glaube nicht. Wäre mir neu, wenn Google-Konten löscht. Kann ich hier oben lang? Okay, ich meine, man kann da oben lang gehen. Das ist bestimmt, vielleicht brauchen das ein paar Leute. Keine Ahnung, für was das da war. So, hier gab es ja auch Baba. Die Höhlenente. Die auch ein fünfteiliges Special hatte. Super Charakter. Dagulag. Ah, ich mochte ihn. Ich meine, er war nervig. Aber er hatte seine Daseinsberechtigung. So, ich mache ihm das jetzt. Das ist ja... Nein, nein! Nicht so! Nicht so! Oh, ich hasse diese Welt! Mann! Da ging das Leben flöten, aber schön, keine... Fast keine Verzögerung, ihr könnt echt schnell drauf reagieren. Das ist toll. Mann! Ich wollte den Treffer eigentlich einstecken und dann letzten Endes auf der Plattform landen. Aber das hat nicht so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Du hast keinen Treffer gemacht, sah wie Betrug aus. Ja gut, das hilft mir jetzt leider nichts. Ich meine, mit dem Spiel kann man nicht diskutieren. Gehen wir mal hier runter. Ich meine, da drüben habe ich das Teil. Die werden wohl nicht zwei Teile an eine Stelle gepackt haben. Dann rechne ich nicht. Was ist hier die Plattform? Die sehen so aus, als würden die runterfallen. Und sie aber zum Glück nicht. Okay. Die ist halt auch wieder ekelhaft platziert. Das Spiel ist in die Fähre. Durch da. Danke. Der könnte vielleicht wieder einen Teil haben. Nee. Okay. Mann, Eis. Trifft sich gut. Hab eben Treffer eingesteckt. Umrun! Vielleicht hat der einen Teil. Jetzt muss ich hier jeden scheiß Hasen töten, weil die vielleicht einen Teil haben können. Der hatte aber, glaube ich, einen Teil. Da bin ich mir relativ sicher, dass einer von den beiden hier einen Teil hatte. Yeah! It's the second piece of the fuel regulator. One more piece to find and we can get out of this overgrown. Aber selbst wenn wir da raus sind aus dieser Höhle. Das hat noch nichts zu bedeuten, Leute. Das hat noch nichts zu bedeuten. Weil wenn wir hier raus sind, dann kommt erst der schwierigste. Das wusste ich nicht, dass die runterfallen. Dann kommt erst der schwierigste Teil. Weil dann. Dann fliegen wir ja ganz hoch auf den Berg. Runter. Danke. So schwer da runter zu fallen. So, hier sollte Baba sein. Genau. Das ist Baba. Cut me, kills. It's Baba Duck. Looks like that poor little pea brain got caught in a deep freeze. Dann retten wir den guten Baba mal. Jetzt kann ich mal gucken, was Dagulat auf Englisch war. Scrooge. Uga, uga. Scrooge. Ich glaube, er sagt Scrooge. Also ohne R. Ja.
Unten in der Übersetzung steht Dagolad. Ah, schön. Das ist so schön, wenn die, wenn Leute dran sitzen mit Herz und Seele an so einem Spiel. Das finde ich so schön, wenn Leute einfach da dran sitzen, die, auch damals da Ding geguckt haben, DuckTales. Oder vielleicht haben sie es sogar wegen den, genau wegen dem Spiel hier nochmal neu geguckt, die Serie. Es kann gut sein. Das ist halt einfach schön, wenn du merkst, dass die Leute da dran saßen, die das damals auch gerne geguckt haben. Hier, ein Gem. Ich bräuchte mal wieder eine Heilung, Baba. Wie wär's? Heilung? Heilung für Dagolad? Da hat er Scotch gesagt. Nee, ich glaube Scotch nicht. Ich glaube, es ist einfach Dagobert ohne R. Also Scrooge ohne R. Scotch habe ich jetzt nicht verstanden. Wir können ja nochmal hören gleich. Ich vielleicht ein bisschen besser drauf achte jetzt auf Scotch. Na? This is the end of the line, Baba. It's time for you to head to the surface. Baba home with Scrooge? Aye, launch pad is waiting to take you home to Duckburg. On your way now. Würde ich sagen. Ja, nee, Google-Accounts sollten eigentlich nicht ablaufen. Das wäre mir sehr neu, wenn Google-Accounts ablaufen können. So, wo ist denn der Hase, der das letzte Teil hat? So, hier musste man ja jetzt klettern und dann kam irgendwo ein scheiß Felsbrocken runter. Ah, da ist das letzte Teil. Wunderbar. Oh, look at the ducks. The last one. Now to get this fuel regulator back to launch pad. Yeah. So, wo war denn jetzt hier der Felsbrocken, der mir da entgegenkam? Irgendwo gab es einen Felsbrocken, der mir entgegenkam. Wir haben auch noch kein Leben gefunden hier, ne? Nee. So, jetzt sind wir genau an der Stelle, wo ich gerade eben gestorben bin. Diese Scheißspinne dort drüben. Ich hätte einfach wirklich zurückgehen sollen. Ich glaube, das ist das Klügste, was du hier machen kannst. Einfach rückwärts gehen. Einfach gar nicht erst versuchen, irgendwie mit der zu dealen. Ja, hier natürlich auch vorsichtig sein. Ja, okay, kein Treffer hier. Da wollen wir natürlich auch keinen Treffer. Hier könnte vielleicht eine Schatzkiste sein, aber nein. Da könnte man doch mal runterfallen. Da könnte natürlich ein roter Gem oder so aufploppen, aber nee, nee. Machen wir nicht. Geht's jetzt einfach weiter ohne eine Flugsequenz? Ich dachte, hier kommt eine Flugsequenz. Genau, hier konnte man oben lang. Bin doch nicht blöd. Komm, Leben, Leben! Wieso kein Leben? Gib mir doch ein scheiß Leben! Bitte! Muss doch irgendwo in dieser verdammten Stage ein Leben geben. Hier ist auch keins. Ah, da oben könnte vielleicht eins sein. Warte, lass mal den Panzerknacker kurz resetten. Kann ich nämlich da hochgehen? Ich glaube, da oben war eins. Jedenfalls in einem anderen Schwierigkeitsgrad. Mal gucken, ob das noch da ist. Natürlich haben sie es auch ersetzt. Zu einem roten Edelstein. Ich hasse euch Hirsche. Ihr seid, nee, nicht Hirsche. Ziegenböcke. Ja, Heidi. Heidi lässt grüßen. Das wird noch ein Leben kosten. Das wird noch ein Leben kosten. Ich meine, wenn ich es zum Boss schaffe, wäre ich zufrieden. Komm, den lassen wir jetzt drin im Stream. Der kommt perfekt. Na, natürlich von der anderen Seite. Ich glaube es aber nicht, dass ich zum Boss kommen werde. Here you go, Launchpad. Good as new. Now get this bucket of bolts back in the sky. Just a tick, Mr. McD. This order, do it. Now there's your problem. Webigail, what in the world are you doing here? I wanted to see the pretty crown, Uncle Scrooge. Oh, great. Now I've got to babysit you and Launchpad. But I can help
Ja, aber jetzt kann ja auf YouTube eh jeder jeden Namen haben. Ich meine, ich könnte mich Dom Tendo nennen, wenn ich möchte, auf YouTube. Die Möglichkeit ist da. Jetzt kann man ja doppelt den Namen haben. Not a moment too soon. Strap in tight, Webby dear. So, jetzt kommt der Überfall von McMoneysack. Nothing but blue skies ahead. Clear as a bell. Not a cloud in sight. Launchpad. Knock off that infernal. Und wie die stört. Gee whiz. I was only trying to lighten the mood. If anything, we need to lighten the plane. Feels like she's lost maneuverability with all the unexpected cargo we seem to have picked up. No worries, Mr. McD. I've got the coordinates for Shadow Pass locked in. We'll be there lickety-split. More like lickety-splat. Glomgold. Nice to see you, McDuck. Especially since you've led me right to the treasure. To whom do I owe my thanks? Your idiotic pilot? Or did you play it safe and let those two wee ones fly the plane? You dusty cheat. Only you could sink so low. And at 15,000 feet, no less. Complain all you like. The lost crown of Genghis Khan will look right at home on my feathered noggin. Wouldn't you say, Scroogey? That's what you think. You'll never beat us to Shadow Pass. So, the crown is in Shadow Pass, eh? Thanks for telling me. Launchpad. Na dann, ich glaube, das wird jetzt der Tod. Ich glaube nicht, dass ich das überleben werde. Jetzt müssen wir eben die Bomben auf ihn zurückschleudern, dürfen uns aber nicht von den Panzerknackern treffen lassen. Mann, ich würde es gern überleben. Es wäre verdammt praktisch, wenn ich das irgendwie überlebe. Aber ich glaube nicht, dass das passieren wird. So, wo landet der Panzerknacker? Die landen alle da oben, das ist mega nervig. Komm, runter. Da ist schon wieder der nächste da oben. Es fällt hier wieder einer drauf. Zack, okay. Eine Bombe. Ich weiß nicht, wie viele Treffer er braucht. Deswegen müssen wir einfach hoffen, dass er schnell drauf geht. Da kommt noch eine Bombe. Wunderbar. Take this. Und damit ist er tot. Okay, kein Tod hier. Kein Tod hier. Den Boss kriege ich nicht hin. Aber ich würde gern zum Boss kommen. Mit dem Leben. Oder selbst das, oder das Leben ihm dafür hergeben, dass wir Erfahrung bekommen. Für den Boss. Try it the other way around and I couldn't agree more, Webby. Pickle me, pin feathers. There it is. Shadow Pass directly ahead. Take us down, Launchpad. Slow and steady this time. No problemo, Mr. McD. Na? Schafft das? Er hat's geschafft. I can almost smell it. Wasn't me. Then what was it? That definitely wasn't me. Whatever it is, it won't last long if it tries to get between me and the lost crown. Uncle Scrooge, don't go! Dinna worry, lassie. Whatever's in that cave is no match for your Uncle Scrooge. I earn my fortune by being smarter than the smarties and tougher than the toughies. If anything's in there, it had better step aside. But I'm scared! Smarter than the smarties and tougher than the toughies. So cool. Guck ihn dir an, wie er sich freut. Der gute Quack. So, hier kommen wir nicht durch. Das kann ich euch jetzt schon sagen, dass wir hier nicht safe durchkommen werden. Das ist so schnell vorbei, das hätte ich nicht gedacht, aber okay. Na gut, von mir aus. Nein, 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 nicht runterschubsen. Runterschubsen muss wirklich nicht sein. Das kann nicht wahr sein. Wieso sind jetzt überhaupt hier zwei Ziegenböcke hinter mir her? Hör auf damit. Hä? Ich hab so Angst, ne? Der Run soll hier nicht enden. Ein Leben noch, danke. Okay, neuer Boss lernen. Ich weiß nicht mehr, wie er ging. Finden wir es raus. Hä? Mach Stampfi, Stampfi, Stampf. Soll ich unter dir durch? Ich hätte wahrscheinlich unter ihm durchgemusst, ja. Scheiße. Nicht gut. Absolut nicht gut. Na gut, jetzt wissen wir Bescheid. Ja, und jetzt gehe ich durch.
Wo soll ich hin? Das funktioniert doch nicht. Ich glaube, der hat 5 Leben. Würde ich jetzt schätzen. Ja, ich habe keine Ahnung, was der drauf hat. Leute, helft mir mal. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tun soll. Ne? Unten ducken funktioniert nicht. Aber durchrennen funktioniert halt auch nicht, in meinen Augen. Das ist halt mega kacke. Wenn der Typ auf mich zuspringt, bin ich eigentlich tot. Oh. Nein, auch so sinnlose Treffer, Ultra. So sinnlose Treffer. Okay, wir gehen hier rüber. So, jetzt macht er gleich den Ulti. What the fuck, Bruder? Was soll das? So, jetzt muss ich sofort. Der hat locker noch 2 Leben mehr. Komm, geh weg. Okay. Okay. Man kann es auch übertreiben. Okay. Ein Leben dürfte er noch haben. Bitte spring nicht in meine Richtung. Das wäre nicht fair. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Zack. Und geh sterben. Mach Stopp, guck auf YouTube. Hätte man machen können. Könntest näher dran stehen und damit schneller unter ihm durch. Ma'am, don't be daft, lass. This monster tried to pummel me. Why, I nearly cashed my last check. Mann, ich hasse diese Folge. Mit dem Vieh. Webby, you understand this creature? Of course, Uncle Scrooge. It's all in the Junior Woodchuck Guidebook. Was, Webby, du kannst lesen? What's she saying now? She says she's sorry if she hurt you. She's just upset because she stepped on a thorn and can't get it out. A thorn? You don't suppose... Here's your thorn, Webbygale. The lost crown of Genghis Khan. The pretty crown. You found it. Hey, the poor creature was standing on it. Webby, I cannot thank you enough. I hope you can find it in your heart to forgive me. Without your help, we never would have found the treasure. Ach, wir brauchen ein neues DuckTales unbedingt. Ma'am? I think she likes you, Uncle Scrooge. Well, that's odd. Usually it's me the ladies go gaga for. Well, let's get home before she grows any fonder of me. Yay. Na dann. Zwei Stages noch. Was machen wir zuerst? Mond oder transsilvanische Minen? Ich lasse euch entscheiden jetzt. Schreibt in den Chat. Zählt das nullte Leben nicht auch? Das nullte zählt doch auch. Das heißt, wir haben noch 2 Leben. Boah, ich bin gespannt, ob wir es hinkriegen. Bin sehr gespannt. Mine, Transsilvanien. Now, where's Bubba run off to? Yeah, where is he? He was here a minute ago. Why, Governor, where's your papa? He's over there having a tea party with Webby's toys. No, Bubba Smash! Uh-oh, Webby, sounds like Bubba's not getting along so good with your Quacky Patch dolls. You keep away from my dolls, mister! Remember,
kindness and patience, Webigail. Set a good example for the lad. Well then, what treasure shall we look for next? Gut, wir haben zweimal Mine, wir haben einmal Mond, ne? Dann werden wir wohl die afrikanischen Minen zuerst erleben. Hoffentlich ist es nicht das Letzte, was wir erleben werden. Augen zu und durch. Gyro. Our next stop's Africa at the center of the earth. What treasure do you think you'll find there, Uncle Scrooge? Only the largest gem known to history. The giant diamond of the inner earth. Da müssen wir, glaube ich, ganz kurz nach Transsilvanien zurück, oder? Oder haben sie das rausgelöscht? Glaub nicht. Hi, lads. This is the place. I can feel all those diamonds singing. Sind alle dabei. Alle alten Leute. Ist so schön. Auch Daniel. Mann, den habe ich schon lange nicht mehr gesehen im alten Design. I thought you said this winch was brand new. It was. It's an unbreakable diamond tether, Mr. McDuck. I made it myself. So long as you didn't use any of my diamonds to do the job. Move it, man. What's all this hullabaloo? Your lunch break isn't for 2 hours yet. We heard voices down there, Mr. McDuck. Strange, ghostly voices. Nonsense. There aren't any voices down there. Whatever you say, Mr. McDuck, but your mine is haunted. You finish digging it. Oh, you want anything done, you've got to do it yourself. And believe me, if I hear voices down there, I'll give them a good talking to. Now, you stay here, boys. I'm going to get to the bottom of this. The rock bottom, Mr. McDuck. This mine shaft goes down for miles. Deswegen ist es umso frustrierender, wenn wir verkacken. Na gut, afrikanische Minen. Eine der schwierigsten Stages, vor allen Dingen damals auf dem Game Boy. Und die Folge, auf die diese Stage hier passiert, die hatte ich damals auf einer Videokassette. War ich auch kein großer Fan von. Oh, aber der Soundtrack. Oh, der ist gut jetzt schon. Der geht jetzt schon richtig ins Ohr. Na dann. Oh, ich will da nicht rübergehen und dir die Bedienung holen. Das sind viel zu viele Gegner. Es gibt hier irgendeinen Shortcut zum Boss. Ich bin gespannt, ob ich den finde, weil den bräuchten wir jetzt unbedingt. Den Shortcut. Der wäre verdammt praktisch, wenn wir den finden. Aber was außerdem verdammt praktisch wäre, wäre ein Extra-Leben. Ich hoffe, wir kriegen ein Extra-Leben. So. Schön vorsichtig spielen. Wir wollen natürlich hier nicht das Leben herschenken. Damit haben wir das Teil. Yeah. Nur kurz ins Bild gehalten. Gar nichts mal dazu gesagt. Ich will dich eigentlich zuerst töten. Verdammt. Sinnloser Treffer. Ich hätte das Leben-Upgrade, was wir da drüben eingesammelt haben, das hätte ich nicht einsammeln sollen. Ja, das hätte ich absolut nicht einsammeln sollen. Verdammt! Hey, you found the key. Did the ghosts have it? Oh, I'm telling you kids for the last time. There are no ghosts in this mine. I don't know about that, Uncle Scrooge. Something must have cut the tether line. And broke the winch and scared away those workers. I'll tell you what scared them away. Ja, habe ich mitbekommen, Superfan. Aber ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert. Ich habe Splatoon gestartet und Mario Kart 8, aber da gab es keine Funktion, irgendwie Leute einzuladen zum Spiel. Also keine Ahnung, wie man das macht. So, krieg ich Leben. Ich glaube nicht, dass das Spiel mir Leben gibt. Hier ist nebenbei erwähnt wieder die Million aus der Welt, die man mitnehmen kann. So, und jetzt wird spannend, ob ich ein Leben bekomme. Ich meine, wir haben jetzt schon 2 Herzen weniger. Ah, guck, Frieda. Das trifft sich gut. Mrs. Beagle? These mines are so damp, Mr. McCall. Komm, gib mir ein extra Leben. I wanted to remind you to wear a sweater. Leben! Yay! Super Frieda!
Ist nicht random, glaube ich. Ich glaube, die gibt einem hundertprozentig ein Leben. Na dann. Gute Voraussetzungen für den Mond. Ich glaube, ich wollte hier rüber. Deswegen gehen wir da auch mal rüber. Bin mir nicht sicher. Ah, das war sinnlos. Ah, guck, da oben geht's lang. Ich meine, wenn ich ein Leben dadurch bekomme, sage ich nicht nein. Dann war es nicht sinnlos. Aber für das Geld will ich eigentlich kein Risiko eingehen. Vor allen Dingen da diese Wasserpassage, wenn ich da runterfalle. Ich One-Hit-Kill. Deswegen kein Risiko, bitte. Ist hier oben vielleicht noch ein Leben. So, weiß ich nicht. Vielleicht hat Frieda nicht alles mitgenommen. Okay, tiefer. Was haben wir hier? Ja, toll. Ein Gem. Freu ich nicht. Ich meine, wir sind wieder voll geheilt. Es gibt Schlimmeres. Auf jeden Fall. Deswegen einfach schnell hier durch. Treffen lassen. Ich weiß nicht, ob der One-Hit-Kill wäre. Ich glaub's aber nicht, dass der mich instant töten würde. So, hier müssen wir runter. Das wird wichtig, dass wir da runterkommen. Die Frage ist, wie kommen wir da runter? Hier, ein bisschen Gems, okay. Ich glaube, wir müssen irgendwie von oben einen Felsbrocken runterholen. Richtig erinnert. Oh, aber der war One-Hit-Kill. Das bedeutet... Okay, hier war nix. Sand. Da sind richtig viele Schatztruhen. Hier noch eine? Nee. Nur ein einzelner. Wo ist denn die Schatztruhe für den... Weil ich kann den hier... Ah, guck, die ist jetzt despawned. Super, die kriege ich gar nicht mehr. Weil die aus dem Screen raus war. Sag bitte nicht, dass da ein Leben drin gewesen wäre. Das wäre äußerst kacke. Die kriege ich auch nicht mehr. Bitte sag auch, dass da kein Leben drin gewesen wäre. So, hier fällt jetzt der Felsbrocken runter. Und hier will ich gar nicht erst versuchen, jetzt alles einzusammeln. Wir gehen hier einfach hier runter. Und, scheißen auf das alles. Weil wie gesagt, ich will hier kein Leben riskieren. Überhaupt nicht. So, na dann, tiefer. So. Wir sind schon fast da beim Boss, Leute. Wir sind fast da. Aber fast ist halt noch nicht alles. Bei fast kann immer noch einiges schief gehen. Zum Beispiel